Du warst gleich ein Shepherd Dog. Shepherd. Ich bin nicht so gut in Englisch, bist du ein Shepherd Dog. Ja, egal, was soll's. Ich glaube, das ist ein Chef. Und so, jetzt stirbst du auch mal endlich. Ich bin ein Level aufgestiegen. Wuhu, das heißt, ich kann es ins Gelob irgendwo setzen. Ja, das ist toll. Das lerne ich mal. Ich habe 2 Punkte frei. Pet, ich habe noch kein Tier und Klettern bringt mir auch noch nichts und Schwimmen bringt auch noch nichts. Das heißt, ich setze direkt mal 2 da drauf. Gelernt. Das heißt, ich heile mich jetzt auch selber, wenn ich irgendwie dieses Feld hier habe. Das muss ich erstmal Schaden haben, damit ich das testen kann. Egal, da ist ein Busch. Stirb, Busch. Ah. Stirb, Busch. Genau, so war das gemacht. So, Busch ist tot. Da hinten ist wieder eine Herzblume. Cotton Plant. So, es gibt auch Lagerfeuer hier, bei dem man hauptsächlich craften kann. Es gibt das Craften hier über C. Genau hier. Ich brauche so und so viele. Ich brauche 8 von diesen Eisen, um mir diesen Ring zu machen. Und dafür brauche ich auch einen Amboss, um das machen zu können. Der ist nun mal in der Stadt. Und hier, genau, hier kann ich Essen machen, zum Beispiel ein Pumpkin Muffin, also Melonen Muffin, eine Suppe oder keine Ahnung, was ist. Ach, ich habe davon noch nichts. Ach, Melonenscheiben. Melonen? Ananascheiben, das laber ich da. Hier, Heiltränke kann ich machen, dafür brauche ich noch Glasflaschen oder Wasserflaschen. Wasserflaschen fülle ich auf, indem ich mit einer Glasflasche ins Wasser gehe. Und ja, das ist so circa erstmal das, was ich machen kann. Natürlich kommt auch noch mehr, je weiter ich mit meinem Level aufsteige. Ist ehrlich. Ein Fluss. Unten runter durch. Das ist Hammer. Und auch dazu ein fast ausgetrockneter Fluss. Da gehe ich nicht lang. Da ist nämlich ein Hyperfisch, so nenne ich es einfach mal, so ein rotes Teil, keine Ahnung, hab's nicht gerade ganz gesehen. Aber irgendein Tier, was mich töten würde. Okay, ihr seid liebe Typen, ich kämpfe mal weiter. Yay! Ein Collie, ja, das ist eigentlich auch ein süßes Tier, aber nicht mein Favorittier. Also ist auch so ein Tier, was man als Haustier nehmen kann. So. Weiter geht's. Das habe ich jetzt eigentlich hier alles eingesammelt. Die kann ich doch mal direkt anziehen. Wir kriegen das recht im Aussatz perfekt. Jetzt habe ich... Cool. Power, Power kann ich eh nicht anziehen. Ich habe jetzt einen tollen, guten Pulli an, sehe ich gerade. Das war das hier. Richtig stylisch. Naja, was soll's. Ja, oh. Ich glaube, da lang ist der schnellste Weg raus. Fällt mir gerade so auf. Naja, nochmal zurück. So, da unten ist direkt, was kann ich das eigentlich von hier aus treffen? Wenn ich es genau vorne in diesen Fadenkreuz rein tue. Ratze hoch. Oder? Nee, ich glaube, das verschwindet da. Ach doch, ich hab's getroffen, Hammer. Coole Sache. Der zieht anscheinend so ein bisschen nach oben. Naja, was soll's, komm. Du. Ach ja, jetzt kann ich das auch testen. Ja, in dem blauen Bereich bekomme ich Leben. Das ist cool. Das ist richtig cool. Da kann ich ja theoretisch immer Wasser machen, hier die erste Fähigkeit aufbessern. Und dann später greife ich an und dann im Nahkampf kann ich nicht sterben, weil ich dann immer in diesem blauen Teil mit drin stehe. Und dann immer direkt Leben bekomme, ey. Das ist Hammer. Das ist echt Hammer. Okay, da hinten kämpfen zwei. Ich mische mich einfach mal hier von der Ferne ein. Vielleicht kann ich einen direkt treffen. Oh, jetzt greife ich den Micha und ich glaube, das ist so ein Viech, was ich nicht so leicht besiegen kann. Ja, das ist so ein Viech, was ich nicht so leicht besiegen kann. Wo ist denn der, der da mit mir gekämpft hat? Kacke, sind es überall Viecher, die ich nicht besiegen kann. Hehehehe. Vielleicht war der Typ hier auch oben. So. Nee, hier oben war keiner. Egal, dann bin ich an diesen beiden fiesen, bösen Tieren vorbeigekommen. Hopp.
Das Teil ist echt weg. Oh, das sind Skullbulls. Das sind relativ gute Gegner und davon sind mehrere immer auf einem Haufen und es ist schwer, sich immer einen rauszupicken und trotzdem, auch wenn ich einen rauspicken schaffen würde, würde ich niemals getötet bekommen. Ich kann es euch mal zeigen, da man jetzt eh nichts verliert, wenn man stirbt. Vielleicht mal eigentlich jetzt mittlerweile XP, weiß ich nicht. Ich versuche mal einen rauszuziehen. Na doch, kommt einen raus. Wartet, kommt der nicht aus dem Wasser? Ha! Oh, da kommt, kann mich trotzdem treffen. Okay, er kommt aus dem Wasser. Ja, siehst du, da seht ihr, der macht mir richtig hammerschönen Schaden. Und ich dem fast gar nicht. Und deshalb versuche ich das auch mal abzuhauen, weil ich jetzt keine Lust drauf habe. Oh, da ist ein Schwein, vielleicht kann es mir helfen. Nee, aber ein Schwein ist auch zu schnell tot. Verfolgt ihr mich jetzt noch? Ja. Ja, da muss man immer ein bisschen laufen, bis da einen wieder Ruhe lässt. Ihr habt jetzt aber gesehen, wie viel Schaden er macht. Aber ich werfe einfach mal so ein blaues Teil nach vorne und wenn ich da drauf laufe, kann ich mich ja dabei was heilen. Hehehe. Naja, aber wenn ich einfach nur da durchlaufe, bringt es nicht viel, da muss man schon richtig drin stehen. Aber ist auch eine coole Möglichkeit, wenn man irgendwo ist, in einsamen Wald und kurz am Sterben ist, keinen Trank mehr hat. Einfach ganz halt die Attacke auf den Boden macht, ein XP lädt sich ja schnell wieder auf. Cool. Ja, dann haben wir ihn, glaube ich, jetzt endlich abgehangen. So. Nicht mehr weit, sonst sind wir... Oh. Wenn ich jetzt so auf Seite gehe, musste ich dann am besten doch noch Tage in. Da war ich da eben viel näher dran. Oh, ich höre irgendwas hinter mir laufen. Okay, ich dachte schon, der Skullbull wäre schon wieder hier. Skullball? Nee, Skullbull? Na, wie heißt der denn? Ah, du bist doch bei den Gegnern. Okay, ich dachte gerade, du wärst ein Tier, was ich zählen kann. Ich wollte hier nicht gerade direkt angreifen. Ah, nee, schade. So, egal. Jetzt bist du so gut wie tot. Jetzt bist du tot. Pass auf. Habe ich gerade ein Schwert bekommen? Gut, ich habe gerade ein Schwert bekommen. Darum kann ich natürlich nichts anfangen. Ich bin Magier. Aber ich kann es verkaufen. Und dafür kriegt man, ja, wie es normal ist, wenn man was verkauft, Geld. So, so. Ja, da gibt es noch einen Busch. Da kann ich noch das Holz rausholen. Dann kann ich am Ende vielleicht einen Zauberstab mit aufbessern. Weiter in die Richtung. Was ist es genau so weit? Ach, ich laufe einfach in die. Ja, ich laufe in die. Ich mag so in großen Gebirgen herumzulaufen. Ich find's cool dort. Kann ich eigentlich so drauf hüpfen? Nein, ich kann nicht auf Seerosen hüpfen. Ist auch, finde ich, besser als wie bei Minecraft, dass man auf Seerosen hüpfen kann. Ich meine, wieso kann man auf Seerosen hüpfen? Was ist das für eine dumme Idee gewesen von dem? Was hat Minecraft da gemacht? Ich kann auf Seerosen hüpfen. Ja. Yeah. Die halten mich natürlich. Ein 2 Meter großen Mensch. Wenn man davon ausgeht, dass ein Block 1 Meter groß ist. Was wahrscheinlich so ist. Alter, kannst nicht drauf gehen. Oder könnt ihr nicht aufhören, mich abzuschießen? Okay, Kuh, ich drücke Kuh. Ich nehme auch mal einen Trank. Eigentlich, ich glaube, du nimmst gerade keinen Trank, ne? Du lädst auch. Ach, es hört doch mal auf, mich abzuschießen. Vor allem, du Kack-Nahkämpfer, du. Nein, jetzt trinkst du auch keinen Trank mehr, du. Alter, das gibt es doch nicht. Ich wollte mich doch verarschen, oder? Weißt du was, ich... Oh nein, 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 ihr wird mich jetzt nicht töten. Cool. Boah, ich muss gleich dringend neue Tränke machen. Da war gerade so eine tolle Blume. So, jetzt habe ich dich. Schade finde ich, dass wenn die sterben, keinen Trank immer fallen lassen. Muss ja kein ganz starker Trank sein, aber wenn die immer einen Trank nehmen... Nein, komm schon, komm schon. Danke. Euch kriege ich jetzt locker. Oh, euch kriege ich doch nicht locker. Ihr seid auch ein Magier. Und ich glaube, es gibt auch keinen Unterschied zwischen Feuer- und Wassermagier, also dass Wassermagier gegen Feuermagier besser ist. Ach komm, jetzt hör auf, mich abzuschießen. Ich kann das auch. Ich bin sogar besser als ihr. Jetzt nimm du keinen auch noch. Oh, ich hasse es, wenn die Zwerge hier einen Trank nehmen. Oh, hört doch auf, ihr Kacktypen. Nein, du kriegst mich nicht mehr tot. Ich krieg dich jetzt tot. Halt's Maul. Ja, danke.
Oh, ey. Das war ja schon ein bisschen hier Action, war. Also, in anderen Biomen muss ich dann auf jeden Fall mal zur Stadt gehen. Und mir da ein paar Glasflaschen kaufen. Cool, ein Pferd. Moment. Cool, ein Pferd. Ich mag keine Pferde. Also in Real Life auch nicht. Ich rede es hier auch gerade in Real Life, dass ich keine Pferde mag. Weil wir waren weg, wir waren in Urlaub. Ich darf sagen, wo, wir waren in Österreich. Und ja, da war ein verkacktes Pferd auf so einem tollen Wanderweg, den ich gar nicht erst gehen wollte. Und die ganze Geschichte ist mir zweimal sogar passiert, zweimal hintereinander. Wir waren dort zweimal. Wir sind zweimal da in Urlaub gefahren und wir waren da halt wandern auf so einem Wanderweg. Am Ostufer war das. Ein See, den ich euch erstmal nicht nennen möchte. Und zwar dieser Weg am Ostufer. Sind wir entlang gegangen, da ist halt so ein Bauernhof. Da habe ich gesagt, oh, wie süß, ein Pferd, das streichel ich mal. Das Pferd wollte es anscheinend nicht. Ich habe es ganz normal über die Nase gestreichelt oder so. Hier, nicht so direkt über die Nase. Also so wie jeder, glaube ich, ein Pferd streicheln würde, wenn er auch normal ein Pferd streichelt. Und dann, als ich es gestreichelt hat, und einmal so schön auf mich und mein T-Shirt drauf gerotzt. Und dann hatte ich nie mehr Lust, diesen Weg da zu gehen. Und ich mochte keine Pferde mehr. Und irgendwann wurde ich ihn überredet, komm, einmal, passiert nicht nochmal. Und dann haben die mich überredet, da mitzugehen und nochmal das Pferd zu streicheln. Ja, es ist wieder passiert. Das Pferd hat mich wieder angerotzt. Ja. Und seitdem gehe ich wirklich allen Pferden aus dem Weg. Nicht nur, weil sie rotzen können, sondern weil sie leider auch austreten können. Dazu erzähle ich jetzt nichts weiter. Ich glaube, ihr wisst, was mit austreten gemeint ist. So, aber dann jetzt Pferde wirklich zwei miteinander angerutzt. Dasselbe Pferd in derselbe Weg. So, das ist so unwahrscheinlich. Das ist beides mal passiert und zu unterschiedlichen Jahren. Das war 2 Jahre oder 1 Jahr Unterschied. Und das gibt es doch nicht, oder? Das Pferd kann doch nicht irgendwie krank sein oder sowas. Über 2 Jahre? Nee. Und ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich keine Pferde mag. Und das Tolle ist, es ist auch meine Schwester passiert und ja, ich habe eine Schwester. Und es ist halt auch meine Schwester passiert und wir hatten beide schön den Rest des Wanderwegs. Das war so, circa bei einem Drittel des Wanderwegs wurde uns schön dann unser T-Shirt voll gerotzt. Da hatten wir natürlich beide noch richtig Lust drauf, weiterzugehen, aber naja. So, ich muss mal gerade kurz was anderes hier machen. Wir müssen mich mal kurz, ganz kurz entschuldigen. Ja, Moment, es dauert noch ein kleines bisschen. So, irgendwie.